Hallo und ganz herzlich willkommen hier auf dem Catrice-Kanal. Ich bin Diana vom Kanal Schickimicki und kein unbekanntes Gesicht, denn es kam schon ein Video von mir auf diesem Kanal hier online. Ich habe euch vor einiger Zeit drei Look-Inspirationen mit nur einer Palette geschminkt. Und zwar ging es hier um die Pro Slim Eyeshadow Palette und zwar die Next Gen Nudes Variante. Das Video findest du natürlich hier oben im i verlinkt, aber du solltest jetzt auch unbedingt dranbleiben, denn es gibt ja noch ein Gegenstück zu der Next Gen Nudes Palette. Die habe ich auch schon im vergangenen Video gezeigt, aber nur kurz angeschnitten. Heute wollen wir uns mal intensiver um diese Schätzchen hier kümmern. Das ist nämlich die Pro Slim Neon Earth Palette. Die hat auch so wunderschöne Farben in die rötlich-goldig-nudige Richtung und ich glaube, hier kann man auch richtig tolle Looks draus kreieren. Ich werde dir heute drei Look-Inspirationen zeigen. Wir werden das gemeinsam schminken und ich würde sagen, wir starten direkt. Los geht's. Viel Spaß dabei. Und da wären wir auch schon mit dem ersten Look aus der Palette. Und ich lieb's. Ich lieb's einfach so sehr. Dieses natürliche, alltagstaugliche, aber trotzdem glamouröse Make-up. Ach, ist momentan irgendwie so meine liebste Variante, Lidschatten zu tragen. Dieser Mix aus allem irgendwie. Unglaublich schön. Dafür habe ich gestartet mit der Farbe Gravity und habe das Ganze in die Lidfalte gegeben und habe das auch schön unter die Augenbraue geblendet und vor allem auch am äußeren Winkel schön ausgeschweift. Also ich bin damit großzügig umgegangen und habe dann im Anschluss die Farbe nochmal aufgebaut mit einer Nuance dunkler. Das ist die Farbe Earth und das habe ich nochmal gezielter auf die Lidfalte aufgegeben, das Auge nochmal ein bisschen mehr betont und eben den Ton aufgebaut. Dann habe ich einen Liquid Shadow verwendet in Matt. Das ist ein matter Lidschatten, der in cremiger Textur kommt. Ich habe die Farbe 020 Balanced Soul verwendet und habe einen ganz feinen Pinsel genommen und mir damit eben eine Cut Crease von innen nach außen eingezeichnet. Und auch hier habe ich die Farbe nach außen hin ausschweifen lassen und so eine Mandelform kreiert. Das schmeichelt dem Auge nochmal ungemein. Dieser Liquid Shadow hinterlässt so eine Sticky Base, ist perfekt zum Beispiel für andere Lidschatten, die man drüber geben möchte. Und da habe ich mich für die Farbe Spark aus der Palette entschieden. Ein unglaublich schöner, metallisch schimmernder Braunton, den ich mir zum einen mit dem Finger, aber auch mit dem Feinpinsel aufgegeben habe. Mit dem Finger bekommt man besonders viel Pigment auf das Augenlid gepresst und mit dem Feinpinsel kann man zum Beispiel die Randungen machen, sodass man wirklich eine saubere Linie schafft. Am unteren Wimpernkranz habe ich dann nochmal die Farbe Earth verwendet, um einfach das Augen-Make-up noch ein bisschen zu vervollständigen. Ich bin da auch mit dem Pinsel etwas ausgeschweift und habe das Ganze sozusagen in die Mandelform zurückgebracht, sodass wir auch ein bündiges und schlüssiges Ergebnis bekommen. Natürlich darf ein Highlight im inneren Augenwinkel und auch unter dem Augenbrauenbogen nicht fehlen und da bietet sich perfekt die Farbe Lightning an. Ich habe dafür meinen kleinen Finger genommen, bin damit in den inneren Augenwinkel gegangen und dann nochmal mit meinem feinen Pinsel unter den Augenbrauenbogen, um eben noch ein paar Highlights zu setzen. Was wäre das perfekte Augen-Make-up ohne die richtige Mascara? Und hier habe ich mich für die Lashes to Kiss Sexy Volume Mascara entschieden. Die ist, glaube ich, relativ neu in der Theke. Jedenfalls habe ich damit meine Wimpern in zwei Schichten getuscht und für den nötigen Wimpernaufschlag gesorgt. Und dann geht es auch schon weiter mit dem nächsten und zwar diesem Look hier, der doch wesentlich intensiver ist als der davor und dabei super, super glamourös ist. Er ist ja sehr ausdrucksstark und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich die Farben in dieser Palette unglaublich schön finde. Ich glaube, hier kann wirklich jeder etwas mit anfangen. Diese erdigen, bräunlichen, warmen Töne gefallen mir einfach unglaublich gut und passen auch zu vielen Augenfarben. Auch als ich diesen Look hier geschminkt habe, habe ich nochmal gemerkt, was für eine Power tatsächlich auch hier drin steckt. Die Farben sind einfach super gut pigmentiert, lassen sich richtig schön verarbeiten und ausblenden. Also es entstehen keine Flecken, die laufen richtig schön smooth und dabei mit voller Power. Ich mag es einfach super gerne. Ich habe hier gestartet mit der Farbe Cosmo und habe das Ganze in die Lidfalte eingeblendet und als Übergangsfarbe verwendet. Und dann bin ich auch schon direkt in die Farbe Eclipse reingegangen. Ein richtig schönes, mattes, aber richtig dunkles Braun und habe damit den Augenlook ausdrucksstark gemacht. Das heißt also den äußeren Augenwinkel richtig intensiviert, die Farbe satt aufgegeben und in der Lidfalte bis in den inneren Winkel ausgeblendet. Dann habe ich den Liquid Camouflage Concealer gewählt in der Farbe 020 und habe das Ganze mit einem Feinpinsel
im inneren Augenlid aufgegeben und das Ganze dann sozusagen ein bisschen ausradiert, ausgereinigt, sodass wir einen richtig schönen Lidschatten drüber geben können. Und dann habe ich mich wieder für die Farbe Spark entschieden. Ich finde diesen Ton einfach so unglaublich schön. Das Ganze habe ich mit dem Finger aufgegeben und ich liebe ihn. Ich glaube, das ist mein Lieblingston aus der Palette. Der hat einfach einen richtig krass schönen metallischen Schimmer, kommt richtig schön buttrig und lässt sich einfach richtig toll auf dem Augenlid auftragen. Dann habe ich mich noch so ein bisschen um die Übergänge am hinteren Augendrittel gekümmert, habe das Ganze so ein bisschen softer gemacht, indem ich die Farbe Eclipse gewählt habe und das Ganze nochmal aufgebaut und mit der Farbe Spark ausgeblendet habe. Die Reste auf dem Pinsel habe ich übrigens dann nochmal weiterverwendet am unteren Wimpernkranz. Da braucht man wirklich nur einen Hauch von Farbe und Pigment und habe das Ganze eben dort ausgeblendet und mit dem oberen Teil sozusagen verbunden, dass das Ganze einheitlich aussieht. Im inneren Augenwinkel habe ich noch ein Highlight gesetzt mit einem Liquid Shadow. Der ist einfach zu krass. In der Farbe 060 Spiritual Seeker und das ist eine richtig krass, ja, glitzerig metallischer Liquid Eyeshadow. Den habe ich mir wirklich nur tröpfchenweise in den inneren Augenwinkel gegeben und das Ganze dann mit dem Feinpinsel verteilt, um dann im Anschluss die Farbe Lightning zu verwenden. Ein schöner Highlight-Ton in der Palette, den man einfach super gut für den inneren Augenwinkel nehmen kann oder vielleicht auch für den Augenbrauenbogen. Im Augenbrauenbogen habe ich die Farbe Desert aufgegeben. Das ist ein richtig schöner hautfarbener Ton, der aber trotzdem nochmal ein sanftes, mattes Highlight eben unter dem Augenbrauenbogen schafft und den Augenlook etwas liftet sozusagen. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich die Iconista Lash Volumizer Volume Mascara richtig vom Hocker gehauen. Ich habe sie heute das allererste Mal probiert und bin richtig verliebt. Die hat einen super schönen Wimpernaufschlag gezaubert. Das Bürstchen ist klein, geschwungen und besteht aus Silikon, trennt die Wimpern einfach unglaublich gut und füllt sie gleichzeitig richtig schön mit Farbe auf. Also hat für mich persönlich richtig gut funktioniert. Ja, die Mascara hat zwar super gut performt, aber ich finde, bei so einem ausdrucksstarken Look können ruhig ein paar Lashes sein. Also es darf ruhig ein bisschen mehr sein. Deswegen habe ich mich für die Insta Volume Lashes entschieden. Das sind ja meine liebsten Lashes schon aus der Drogerie. Und zu einem unschlagbaren Preis, wie ich finde. Die sind so schön aufgefächert, machen so einen richtig schönen Cat-Eye-Look und gefallen mir persönlich einfach richtig gut. Die Farbe Lightning aus der Lidschattenpalette ist ein perfekter Highlighter-Ton, habe ich ja vorhin schon gesagt. Nicht nur für den inneren Augenwinkel, man kann das Ganze zum Beispiel auch als Highlighter verwenden auf dem Wangenknochen. Über den Blush ein bisschen platzieren. Ich habe das Ganze jetzt mit dem Finger aufgetragen. Und dann hat man sozusagen eine Einheit zum Lidschatten eben auf den Wangen, wo sich das Ganze widerspiegelt. Finde ich persönlich immer ganz schön. Und das hier ist die dritte Look-Inspiration zu dieser Palette hier. Ich habe versucht, so viele Farben wie möglich zu verwenden, um dir eben zu zeigen, was mit der Palette möglich ist. Ich bin deshalb in die Farbe Heatwave reingegangen und habe das in den äußeren und in den inneren Augenwinkel eingeblendet. Und die Farbe habe ich dann direkt aufgebaut, ein bisschen intensiviert mit dem schönen Rot aus der Palette. Die Farbe Big Bang habe ich dann nochmal drüber gegeben und das Ganze übereingeblendet. Dann kam wieder der Concealer zum Einsatz. Damit habe ich das Zentrum des Lides etwas ausradiert und gesäubert. Ich habe das Produkt ein bisschen mit dem Finger verteilt und ja, dann nochmal mit einem Feinpinsel, ja, im inneren Lid ausgemalt, sodass ich eine neue Farbe drüber geben kann. Und da habe ich mich für die Farbe Gold entschieden. Ein richtig schön buttriger, hochpigmentierter, glitzerig-metallisch schimmernder Lidschatten, der so schön auf dem Augenlid rauskommt und ich finde auch perfekt zu Big Bang und Heatwave matcht. Und das Ganze habe ich eben mit dem Finger aufgepresst und noch ein bisschen weiter gehighlightet mit der Farbe Lightning. Diesen wunderschönen Highlight-Ton und das Ganze mit dem Finger nochmal gezielter im Zentrum aufgegeben, um so einen Halo-Look zu schaffen. Die Übergänge habe ich dann nochmal kaschiert mit der Farbe Heatwave. So haben wir saubere Kanten, es läuft alles schön ineinander über und der Halo-Look kommt so dann auch richtig schön zum Vorschein. Mit dem Brush Ink Tattoo Liner habe ich das Auge etwas umrahmt, indem ich mir einen Winged Liner gezogen habe und am unteren Wimpernkranz habe ich dann einen braunen Kohlkajal verwendet, um den Wimpernkranz zu verdichten und auch um die Wasserlinie zu verdunkeln, damit es sehr schön smoky aussieht.
den unteren Wimpernkranz habe ich übrigens dann nochmal ausgesoftet mit der Farbe Eclipse und habe das auch dann zum Winkliner nach oben gezogen, um den unteren Teil als auch den oberen Teil miteinander zu verbinden, so dass es wirklich schöne Einheit ergibt. Meinen Wimpernaufschlag habe ich mit zwei Produkten gezaubert. Das ist zum einen die Iconista Lash Volumizer Volume Mascara, die hat mir beim letzten Look schon so gut gefallen. Und die Dramatica Smoky Lashes. Und das in Kombination, muss ich sagen, gefällt mir so, so gut. Bei diesem ausdrucksstarken Make-up-Look darf natürlich auch das Highlight unter dem Augenbrauenbogen nicht fehlen. Und da bin ich wieder in die Farbe Lightning gegangen und habe das Ganze schön metallisch gehighlightet und den Augenbrauen-Look etwas geliftet. Yes, we did it! Drei Looks mit einer Palette. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da. Und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Ich sage bis dann, ciao!